Hallo an alle Interessierten da draußen. Schön, dass ihr hergefunden habt oder schön, dass ihr wieder da seid. Covid hält weiterhin die Welt in Atem, soweit dies mit Maske eben möglich ist. Das Virus wird tiefe Narben in der Wirtschaft als auch im Leben der Menschen hinterlassen. Die Medaille hat allerdings auch in diesem Fall zwei Seiten. In diesem Beitrag möchte ich einmal die Perspektive der Profiteure einnehmen. Wer schlägt Profit aus der Atemlosigkeit der Welt? Lasst uns also gemeinsam einen Blick hinter die Maskerade werfen. Da dies das erste Video auf diesem Kanal in diesem Jahr ist, auch von mir die besten Wünsche für euch. Zugleich ist es auch das 85. Machwerk auf dem Kanal. Hinter diesen 85 Beiträgen verbergen sich mehr als 30 Stunden Content, den es zu entdecken gilt. Wenn euch meine Arbeit gefällt, habt ihr nur noch die Möglichkeit, mich selbstverständlich freiwillig per Bitcoin und per Ethereum zu unterstützen. Alle Informationen hierzu findet ihr in der Videobeschreibung. Mein Dank ist euch gewiss. Nun genug vom Geplänkel, Masken auf und los geht's. Wenn man den Zahlen der Johns Hopkins Universität glaubt, haben wir mehr als 88.200.000 Infizierte und weit mehr als 1.900.000 Opfer. Bei einer angenommenen Weltbevölkerung von 7,7 Milliarden hat das Virus also bis dato 0,025% der Weltbevölkerung dahingerafft. Um diese Zahlen in ein Verhältnis zu setzen, von 1346 bis 1353 wütete der Schwarze Tod und forderte 25 Millionen Opfer ein. Also das damalige ein Drittel oder 33,3% der Population. Auch wenn der Vergleich sicher nicht einer wissenschaftlichen Herangehensweise gerecht wird, vermittelt er, wie ich finde, doch ein sehr gutes Gefühl der Sachlage. Wie sagt man so schön? Die Geschichte wiederholt sich. Wie auch die aktuelle Pandemie ihren Ursprung im Land der Mitte fand, so war es bereits im Jahre 1332, als die Fratze der Pest ihr Antlitz ins Gesicht der Welt brannte. Die wirtschaftlichen Folgen waren auch damals zunächst einmal katastrophal und wurden von dem zeitgenössischen Dichter Francesco Petrarca wie folgt beschrieben: Die Häuser liegen nieder, die Mauern fallen, die Tempel stürzen, die Heiligtümer gehen unter, die Gesetze werden mit Füßen getreten. Paradoxerweise hatte hier das Unheil auch etwas Gutes. Die Wirtschaftshistoriker Hans-Joachim Voth und Nico Vogtländer beschreiben in ihrer Studie mit dem Titel The Three Horsemen of Riches, Plague, War and Urbanization, Early Modern Europe, den Zusammenhang zwischen dem Leid der Pest und den im Nachgang damit einhergehenden wirtschaftlichen Aufschwung Europas. Kurz gesagt, es stand nun viel mehr Land zur Verfügung, das bestellt werden wollte. Aber über Generationen gab es zu wenig Personal. Diese Arbeit musste schließlich teuer bezahlt werden, womit die Löhne stiegen und eine Mittelschicht etabliert werden konnte. Weitere Vorteile ergaben sich im Rahmen einer massiv gesteigerten Wettbewerbsfähigkeit innerhalb Europas. Andere Länder blieben lange Zeit weit dahinter zurück. Wenn euch diese Studie interessiert, sie ist bei den Quellenangaben in der Beschreibung zu finden. So viel also in aller Kürze zur Pest und deren wirtschaftlichen Folgen. Wie sieht es nun heute aus? Wer zieht Profit aus der Krise? Nun, wie sagt bereits der Volksmund, der Teufel scheißt immer auf denselben Haufen. Die Wirtschaft, insbesondere kleine und mittelständische Betriebe, kämpfen ums Überleben. Die Angst um den Arbeitsplatz geht um. Von alledem unbeeindruckt wuchs das Vermögen der Milliardärsriege auf mehr als 8,7 Billionen Euro an. Hier sind insbesondere die Technologie- und Gesundheitskonzerne Nutznießer der aktuellen Lage. Die Summe übersteigt das Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik um mehr als das Doppelte. Ich kann mir nicht helfen. Des Brot ich ess, des Lied ich sing. Das Finanzwesen ist hier ein weiterer Krisengewinner. Logisch, das Kapital will ja auch verwaltet werden.
Um dies zu veranschaulichen, möchte ich euch einmal die Vermögensentwicklung von Jeff Bezos, dem reichsten Menschen der Erde von 2019 bis 2020, vor Augen führen. 2019 schätzte das Wirtschaftsmagazin Forbes sein Vermögen auf 114 Milliarden Dollar. 2020 ist es auf 179 Milliarden Dollar gewachsen, also ein Plus von 65 Milliarden Dollar oder ca. 57%. Das lässt sich auch sehr schön am Kursverlauf der Amazon-Aktie ablesen. Im Januar 2019 lag diese bei 1.304 Euro je Aktie. Im Januar 2021 lag der Preis pro Anteilsschein bereits bei 2.603,5 Cent. Amazon steht hierbei exemplarisch für den starken Boom, den auch andere E-Commerce-Unternehmen erleben. Dass die Geschäfte in den Innenstädten hier den kürzeren ziehen, wird durch die Pandemie nur beschleunigt, ist aber nicht wirklich überraschend. Egal, in welcher größeren Stadt man sich befindet, dem geneigten Konsumenten bietet sich in den Fußgängerzonen immer dasselbe Bild. Aus meiner Sicht wirken die Stadtzentren aus der Zeit gefallen. Das ist aber auch nur meine Ansicht, da ich kein Fan davon bin, meine Zeit beim Einkaufen zu verlieren. Kommen wir zu weiteren Beispielen für Unternehmen, die ein gutes Geschäft mit der Angst machen. Hier möchte ich unter anderem die Maskenhersteller anführen. Unternehmen wie Brickle investierten massiv in die Produktion, um der gestiegenen Nachfrage gerecht werden zu können. Doch auch der Auftragsfertiger Foxconn, der normalerweise für die Firma mit den überteuerten Äpfeln produziert, hat nun begonnen, Atemschutzmasken zu produzieren. Zunächst für seine eigene 800 Mann starke Belegschaft, danach auch für alle anderen. Hier gibt es aber noch viele weitere Hersteller, die in das Geschäft mit Atemschutz eingestiegen sind. Vielleicht bekommen wir ja auch in Zukunft Nasenfilter wie in Menschenjagd vom Meister des Horrors. Immerhin ließe sich hier auch gutes Geld mitverdienen. Wo wir gerade beim Geldverdienen sind, wenn das Kapital, das man investiert, um noch mehr Kapital zu generieren, nicht das eigene ist, kann man doch wohl von einem unternehmerischen Meisterstück sprechen. Die Modefirma Van Laak wurde mit einem Auftrag des Düsseldorfer Landesfürsten Laschet beglückt. Es sollten 10 Millionen Schutzartikel zu einem Preis von 38,5 Millionen Euro beschafft werden. Initiator dieses Deals war wohl Johannes Joe Laschet, der Sohn des laschen Ministerpräsidenten. Er verdingt sich als Modeblogger und ist rein zufällig auch freiberuflich für die Firma Van Laak tätig. Aufgrund der Notverordnungen wurde von einer sonst üblichen Ausschreibung abgesehen. Dieses Geschäft wurde allerdings zurück abgewickelt, da ein konkurrierendes Unternehmen aus der Branche vor der Vergabekammer erfolgreich Klage gegen diese Praxis eingereicht hat. Van Laak hingegen betont, sie habe den Auftrag nur erhalten, weil sie die Besten seien. Nun, die Unikliniken Essen und Köln sehen dies vermutlich mittlerweile anders. Hier wurden zusammen mehr als 88.000 Schürzen aussortiert, weil diese den Qualitätsanforderungen nicht gerecht werden. Na, wie konnte das passieren? Auf ein Wort noch zu den Masken. Nun seht euch einen Augenblick diese Grafik an und lasst sie auf euch wirken. Ihr könnt die Wiedergabe gerne pausieren. Ich habe mich nach dem Betrachten gefragt, wann es Pflicht wird, auch Schutzbrillen zu tragen. Vielleicht sollte man in diesem Feld investieren, da das Virus ja auch durch die Augen in den Körper eindringen kann. In dem Dokument Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit keine Hinweise auf eine Wirksamkeit, welches auch in den Quellen zu finden ist, findet ihr unter anderem den Satz: Es gibt nur eine begrenzte, indirekte wissenschaftliche Evidenz dafür, dass nichtmedizinische Masken als Mittel der Source Control effektiv sind. Auch geht aus dieser Ausarbeitung hervor, dass es schon ein längerer Kontakt zu anderen Menschen braucht, um überhaupt ein signifikantes Übertragungsrisiko zu generieren. Bevor wir langsam zum Ende kommen, möchte ich noch einen Blick auf die Pharmaindustrie, genauer gesagt auf die vermuteten Kosten der Impfkampagne, werfen. Die Preise wollte die EU-Kommission hier mit Berufung auf eine Geheimhaltungsvereinbarung unter Verschluss halten. Auch wenn es sich hier um das Geld der Steuerzahler handelt, das mit vollen Händen ausgegeben wird. Durch einen vermeintlichen Twitter-Leak
der belgischen Haushaltsstaatssekretärin Eva de Bleker sind die Preise nun an die Öffentlichkeit gelangt. Die Preisspanne reicht hier von 1,78 Euro bis zu 14,69 Euro. Aus meiner Sicht sieht eine transparente Preisgestaltung anders aus. Interessant hierbei ist, dass das britisch-schwedische Unternehmen AstraZeneca sein Vakzin zum quasi Selbstkostenpreis veräußern möchte. Es betrachtet dies als Geschenk an die Gesellschaft und als Beitrag für die öffentliche Gesundheit. Dies ist aus meiner Sicht ein geniales Marketingmanöver. Dem Aktienkurs hat es zumindest nicht geschadet. Es könnte aber auch damit zu tun haben, dass dieser Impfstoff bei weitem nicht so wirksam ist, wie vorher angenommen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Preisskala liegt Moderna. Hier ist ein Preis für eine Impfdosis von 14,96 Euro mindestens ausgelobt und nicht von schlechten Eltern. So wie es aussieht, ist das aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Die ersten 60.000 Dosen der Impfung sind derweil im Lande angekommen. Reuters berichtet, dass die EU mit dem Unternehmen über eine Nachverhandlung bzw. Nachlieferung verhandelt. Der Preis soll sich pro Dosis also verdoppeln, hiermit wären dann 29,38 pro Einheit fällig. Den Unterhändlern des Unternehmens dürften hier die steigenden Infektionszahlen und der damit einhergehende Schaden für die Wirtschaft in die Hände spielen. Zum Ende hin habe ich mir noch den Spaß erlaubt, mal eine Rechnung aufzumachen. Der durchschnittliche Preis für eine Impfdosis liegt bei 11,28 Euro, wenn man die vorhergehenden Zahlen der diversen Hersteller zugrunde legt. Alleine von BioNTech und Moderna sind 136,3 Millionen Impfdosen bestellt. Dies alleine entspricht dann für die Bundesrepublik Kosten von 1.537.464.000 Euro. Zu bedenken geben möchte ich, dass es auch in Deutschland noch zu Verhandlungen mit anderen Unternehmen kommt, beziehungsweise diese Verträge bereits geschlossen wurden. Ich würde mir sehr wünschen, dass auch hierzulande jemand mal aus Versehen mit einem Leak einen Ausblick auf die Kosten gibt. Wenn ihr möchtet, schreibt mir doch eure Rechnung zu den Kosten mal in die Kommentare. Vielleicht sogar auf europäischer Ebene. Mir ist bewusst, dass es hier noch viele andere Mitverdiener gibt, wie zum Beispiel die Chemieindustrie. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Beitrag einen kleinen Einblick in das Geschäftsmodell Covid-19 geben. Ich würde mich sehr über ein Like, einen Kommentar, aber auch über ein Abo freuen und bedanke mich aufrichtig für jede Form der Unterstützung. Ich hoffe, dass ich das nächste Video schneller auf die Kette bekomme. Bis zum nächsten Mal hier bei den M-Files.